Freiheit ist ein seltener Vogel ist die bisher größte Ausstellung des kroatischen Künstlers Ivan Kojaric außerhalb seines Heimatlandes und die umfassendste Präsentation seines Schaffens überhaupt. Kojarics Werk gehört zu den wichtigsten und wegweisenden Manifestationen der Nachkriegsavantgarde im ehemaligen Jugoslawien. Es ist ein Werk, das bis heute voller Überraschungen und Entdeckungen steckt. Neben den bildhauerischen Arbeiten des Künstlers sind in der Ausstellung Zeichnungen, Malereien, Textilarbeiten, Assemblagen und Readymades zu sehen, die den freien und konzeptuellen Geist seines Schaffens transportieren. Als Künstler hat Kojaric den Wert seiner eigenen Werke immer wieder selbst in Frage gestellt, beispielsweise durch den Akt der Vergoldung seines Ateliers und zahlreicher darin befindlicher Gegenstände, sei es die Eingangstüre, eigene Skulpturen oder ein paar abgetretene Schuhe. Immer wieder auch verarbeitet oder recycelt Kojaric bestehende Werke in neue Arbeiten. Der Titel der Ausstellung, ein Zitat des Künstlers, ist beispielhaft für Kojarics Willen, sich immer wieder auf die Probe zu stellen und nach neuen Ausdrucksformen zu suchen. Eine Suche nach künstlerischer Freiheit, die bis heute anhält.